So, hier unten waren wir, dann gehen wir jetzt hier oben lang. Trainer! Das ist eine gute, hatte ich den richtigen Weg gewählt. Gut, 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 gut. Da hatte ich so noch so einigermaßen richtig im Gefühl gehabt. Ah, das Archaeopteryx-Vieh. Das kann man leider auch nicht merken. Das hatte ich auch in meinem allerersten Team. Das hat echt einen extrem hohen Angriff, aber seine Fähigkeit ist halt scheiße. Dass, wenn es unter die Hälfte seiner KP ist, wird die Angriffskraft, der Angriff halbiert. Ach, was ist das denn? Agilität? Wenn, dann mache ich schon ruckzuck hier, mich immer noch schneller. Ach, hier ist der Stein. Ach, hat aber gereicht. Gut. Solange es noch gereicht hat. Und dann. Elektrik. Ja, Lichtschild bestimmt. Haha. Also, wie viel Psychstrahl jetzt noch macht. Fast nichts mehr. Mal Bodycheck machen? Oder Bodyslim? Ja, paralysiere mich doch. Ist egal. Ich hab Synchro. Du hast mich auch paralysiert. Haha. Ach nee, das war Bezotzer. Dann machen wir ruhig Bezotzer. Donnerschlag geht. Das geht definitiv. Und nochmal Bezotzer. Oh, wenn ich jetzt nicht angreifen kann, finde ich das unfair. Nee. Okay, die Paralyse hat sich jetzt null gebracht. Aber egal. Na, fast Level up. So. Ja, dann lasse ich das. Wandere ich gleich eben zum Arzt. Das muss jetzt doch was Schönes Besonderes sein. Donnerstein, ja. Frau, kann man für Evoli benutzen. Das wär's. Wobei. Nee, wenn ich mir noch ein anderes Evoli holen würde, ein Ehrenglaceon. Wobei das ja jetzt noch nicht ganz so möglich ist. Und hops. Ja, ich frage mich, wie viel Schutz ich noch habe. Ich müsste dann, glaube ich, nicht mehr so allzu viel haben. Ja, genau. Bitte einmal heilen. Vielen Dank. Ist auch immer schön, dass sie das alle umsonst machen. Macht, der hat schon sein, wir haben ihm ja schon das Geld abgeknüpft durch die Pokémon-Kämpfe und dann macht er noch umsonst Heilung. Aber auch die Poké-Center. Wie die mal laufen können. Und noch Astrainer. Ich mag Astrainer, ehrlich gesagt, weil die immer so Vielfalt an Pokémon haben. Die meisten Trainer, die haben immer so bestimmten Pokémon-Typ. Aber Astrainer haben immer so schön viele verschiedene und meistens auch recht starke. Ah ja, das ist Galapagos. Irgendwie sowas. Finde ich auch richtig cool, das Pokémon. Habe ich noch nicht benutzt, möchte ich unbedingt auch mal gerne machen. Ja, es hat natürlich auch noch die Fähigkeit, dass das mit einem... Oh, Knirsche. Knirsche? Wenn es jetzt ein Unlicht-Pokémon gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, tot gewesen. Ich habe manchmal auch genug. So, 37... Jetzt müsste es eigentlich Psychokinese? Ja, jetzt ist es Psychokinese. Wenn wir vorher mal nachgucken. Ja, 90 ist auf definitiv Psychokinese, dann mache ich Psychstrahl dafür ruhig weg. Brauche ja keine Zeit Psychoattacken. So, jetzt ist Suki im Bar. Aber wir tauschen trotzdem. Und zwar nehmen wir ruhig mal Mimi. Wir wissen ja nicht, was da kommt. Magma. Magma. Ist natürlich jetzt doof, wenn wir gleich brennen. Ja, dass wir gleich nur noch Hälfte Angriffskraft haben. Konfuschrei. Nicht schön. Nicht schön. Komm, lass mich einfach angreifen. Ja, brav. Ich glaube, das bisschen reicht noch für. Nicht die Hälfte, das wird irgendwie 30% uns aufgezogen. Ich übertreibe es natürlich auch immer. Jetzt muss ich zum Doktor latschen. Ich gucke, ob es denn noch irgendwo Trainer ist.
Aber es scheint nicht so. Ach, jetzt sind wir hier wieder, Okay. Okay, da geht's da schon mal nicht lang. Ja, ich will noch weiter Schutz benutzen. Da ist noch einer. Der ist aber ein Wanderer. Das würde mich gerne Manta benutzen. Ach, der bewacht nur ein Item. Gut, dann gleich rechts gehen. Ich bin ja froh, dass es jetzt nicht mehr so ist, dass die Pokémon außerhalb des Kampfes Schaden kriegen durch Gift oder Verbrennung, wenn du läufst. Das ist doch schon etwas schön gemacht, weil wenn du mitten in der... Stolonio. Ich finde Stolonio putzig. Dass du da irgendwo in der Pampa bist und du hast einfach keine Heil-Items und dann ist das Pokémon tot und vielleicht war es dein letztes und das ist natürlich scheiße. Aber ich hätte ja einen Stein in den Boden. Aber ich eh nicht weiß, ob das du das kriegst. Ah, die Nase. Zum Glück ist es auch nicht die Rotzbremse, es ist nur die Nase. Und das Knie. Die wandernde Osterinsel. Ach, sag mir nicht, das hat auch diese Fähigkeit. Noch komm. Ach nee. Och nö. Und Funkensprung. Und paralysiert. Ach nee. Ach, leckt mich doch alle. Jetzt macht das Kackvieh noch Erholung. So, komm, Angriff. Angriff. Nix mit Paralyse, sollst angreifen. Ja, kommt genau aus der Nase aus. Ach nee, ist... Ach, komm. Komm jetzt. Geht doch. Ach, das gilt immer. Ich dachte, das gilt nur beim ersten Mal. Na toll. Jetzt macht's doch mal Erholung. Nee, Juwelen. Scheiße. Komm, mach Schlaf da ruhig noch mal eine Runde. Du hast es nötig zu Schönheitsschlaf. Gut. Dann hau ich jetzt doch nochmal ein paar Reiter drauf, wenn mir das sonst zu dämlich wird. Paraheiler war das Helle, von dem ich nur noch wenig habe. Und zwar nur noch zwei, beziehungsweise jetzt nur noch ein Stück. So, dann nochmal. Oh, dann würde ich jetzt wirklich das Besseren belehrt, wenn man sich dann nochmal voll erholt. Und dann klammern wir es noch an. Stein schmeckt ja so gut, vor allem Osterinselstein. Lassen wir Manta mal kurz vorne. Item. Und es ist bestimmt was ganz Tolles, wenn der Wandersmann es bewacht. Es ist... Achso. Auch wieder eine Droge, ein Calcium, eine Medizin. Ach, das ist echt der Ausgang. Gut, das hätte ich mir gedacht. Und natürlich regnet's. Schön. Ich hasse Regen. Zwei Leute an Quatschen. Gibt immer was. Eine lange harte Reise hinter mir. Gibt mir was. Ach, ihr seid doch alle doof. Ach, wie süß. Pikulent ist auch so ein Pokémon, was ich mal ganz gerne ausprobieren möchte irgendwann. Ja, heilen. Bitte. So. Ganz kurz dann noch shoppen gehen. Erstmal verkaufen, und zwar die Gold Nuggets. Wo sind die jetzt da? Einmal der große. Nicht zu verkaufen oder was? Das wäre das Nugget. Was ist das dann? Die goldene Kugel? Naja, werden bestimmt mich in den Kommentaren gesagt haben, was das sein soll. Ein paar Hypertränke, also 6 Stück. Ich habe auch viel Geld. Ja, ich habe auch wieder in den Sporthallen viel trainiert und da
kriegst ja nochmal Geld dazu. Und dann jetzt hier, davon habe ich noch 6 dagegen, die brauche ich dann nicht, aber... Paraheiler und Aufwecker. Ihres Stück. Dann noch ein paar Top-Shots hier. Davon ruhig reichlich. 18 Stück. Die werde ich noch oft brauchen. Gott, jetzt haben wir sie wieder eingedeckt. Bah, Regen, 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 Regen. Schnell das nächste Haus. So, du siehst aus, würdest du mir was geben? 15? 15, keine Ahnung. Gleich mal nachgucken. Ach, hier hat es uns auch wieder sowas gegeben. Wieder erstmal ordnen. Hier auch nochmal ordnen. Ganz nach unten gleich, dass wir dann wieder, wenn wir was Neues kriegen, das gleich dann sehen. So, Typo, gibst du mir auch noch was? Nee. Bist du in der Stadt umgeschaut? Hier ist der Flughafen. Ach, die Professorin. Frage ich mich gerade, ist das erste Mal, dass wir die... Ich glaube, das erste Mal, dass wir hier die live sehen, oder? Oh, zu lang nicht gespielt, dass ich das jetzt nicht weiß. Du hast mir was Schönes gegeben. Was hast du mir gegeben? Wir wissen. Ah, hier die Flugtante. Die schaut auch ganz nett aus. Können wir gleich in deine Arena? Oder müssen wir auch wieder erst zum Turm? Mal gucken, wo du lang gehst. Wenn du dann links gehst, können wir gegen dich kämpfen. Ja. Wir können gleich gegen sie kämpfen. Will mir nicht so ganz behagen. Ach, den Meisterball. Ja, den werden wir, glaube ich, erstmal noch nicht benutzen. Ja, erstmal hier die ganzen Leute belästigen. Ach, guck mal hinter. Hier gibt's mir nix. Bin der Ente mal eben im Weg. Moment, ach, wir haben immer noch eine Ente im Kühlschrank, die ich essen will. Und meine Eltern sagen, nee, musst du warten, bis es Kälte ist. Ente kann man nicht essen, wenn warmes Wetter draußen ist. Es ist sowieso nicht mehr so warm draußen. Ach, was soll der Geiz? Ja, Top-Schutz ist, den normalen Schutz, der ist jetzt alles. Okay, den brauchen wir nicht mehr. Ich hätte es mir so geil gefunden, wenn du hier mal ein Pokémon mit dem Flieger benutzen könntest. Du kannst schon ein Schiff benutzen und bauen, aber nicht das Flugzeug. So. Ja. Vielleicht mal gleich einen Flug chartern, vielleicht geht's ja doch. Das wäre so cool, ehrlich gesagt. Ah, Hack Attack. Gut, brauche ich nicht. Ach Mist. Ach ja, Pokémon sind auf Flugzeugen, damit wir nicht erlaubt oder sowas. Ja, Gepäck annehmen. Ich habe auch ganz leichtes Gepäck. Ich wollte gerade schon sagen, steige ich jetzt einfach in den Flieger ein? Nee, der hat jetzt irgendwas gemacht. Hat mir was gegeben. Wahrscheinlich was schon, was ich habe. Ich dachte jetzt schon. Das wäre jetzt zu cool gewesen. Bevor ich auf den Flugplatz gehe, das Wasser hier doch anstatt, oder? Ja, da geht's schon wieder zu einer Route. Hier müssen die Leute anpalavern. Ich finde die Flugzeuge hier recht cool. Weil recht klein sind, willst du so viele Leute reinkriegen. So, Arena ist gleich hier. Das ist immer noch so wie vorher. Da unten sind da gewechselt, dann müsste es ja Items geben. Soweit ich das noch weiß. Und eine Backpackerin. Das überlegen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon Level die Nummer so. Überlegen, ob ich nicht auf der Route noch erstmal trainieren soll oder ob ich da jetzt gleich loslegen soll. Ich bin mir sehr unschlüssig. Der Raider hält die Flugattacken ja zum Glück aus durch seinen Stahltypen mit.
Dann müsste ich eine ganze Arena nur mit Ray machen. Die anderen können natürlich bei den anderen Flug-Pokémon auch was machen, so ist es nicht. Trotzdem. Naja, schauen wir mal, wie wir das in der Arena regeln, wie stark die Trainer da sind. Wenn ihr mich jetzt recht im Sinne, war ja das Staloboar von dem Erdtypen ja auch so um die 33.